Die Regierung ist auf der Suche nach Einnahmen. Eine ergiebige Geldquelle könnten weitere Privatisierungen bei teilstaatlichen Unternehmen wie Post AG, A1 Telekom Austria oder Postbus GmbH sein. Die Gewerkschaft protestiert gegen den drohenden Ausverkauf und verlangt, dass die Republik Österreich größter und bestimmender Eigentümer von Post AG und A1 Telekom Austria bleibt. Ein weiterer Verkauf würde die Servicequalität verschlechtern und den Wirtschaftsstandort gefährden. Zusätzlich droht der Verlust von tausenden Arbeitsplätzen. Die Arbeitnehmervertreter der teilstaatlichen Konzerne Post, Telekom Austria und OMV warnten im Rahmen einer Pressekonferenz vor weiteren Privatisierungsschritten. Also wir befürchten aufgrund der derzeitigen Forderungen der ÖVP, dass ein weiterer Ausverkauf droht. Wir wollen aufklären, was haben die bisherigen Privatisierungen gebracht. Sie haben letztlich den Aktionären gedient und niemand anderen. Und wir sehen in einem weiteren Ausverkauf die Gefahr, dass die Infrastruktur ausgedünnt wird, dass weitere Postämter geschlossen werden und dass der Verlust von weiteren 1000 Arbeitsplätzen droht. Daher nein zu einem Ausverkauf von Post, A1, Telekom und OMV. Dies würde tausende Arbeitsplätze vernichten und die Infrastruktur des Landes schwächen. Profitieren würden davon lediglich ausländische Milliardäre, die sich günstig in den heimischen Leitbetrieben einkaufen könnten. Die zentralen Forderungen unserer Belegschaft sind natürlich in erster Linie einmal, dass keine weiteren Anteile verkauft werden, dass das ÖAG-Gesetz geändert wird. Insofern, dass die Möglichkeit besteht, auch Zukäufe zu tätigen, da wir in Zukunft, ich persönlich damit rechne, dass American Mobil Mehrheiten anstrebt, muss der Bund die Rahmenbedingungen schaffen, hier auch in Zukunft erster und größter Eigentümer zu bleiben. Die Gewerkschafter waren aber zuversichtlich, dass es keine weiteren Privatisierungsschritte im Zuge der Koalitionsverhandlungen geben wird. Ich gehe davon aus, dass die Verhandler auf unsere Bedenken noch eingehen werden. Es finden ja täglich die Gespräche statt und ich denke, dass unsere Argumente stichhaltig sind und ich denke, dass wir auch Gehör finden. Und die bisherigen Verkäufe haben ja eindeutig gezeigt, es geht nicht um ein Zukunftsprojekt, sondern es geht einzig und alleine darum, einige Aktionäre zu befrieden. Der Protest scheint erfolgreich gewesen zu sein. Von konkreten Privatisierungsschritten ist im aktuellen Regierungsprogramm nun keine Rede mehr.